Spielen, basteln, toben. Darauf wollen die Kleinen der Kindertagesstätte nicht verzichten. Und die meist berufstätigen Eltern sind auf die Betreuungsmöglichkeit sowieso angewiesen. Deswegen war es auch ein besonderes Anliegen von Stadtbürgermeister Wilhelm Mattheis, den Kindern eine vorübergehende, aber dennoch heimische Atmosphäre zu bieten. Für die Eltern, aber auch für die Kinder war es anfangs nicht ganz einfach, die gewohnten Räumlichkeiten, wenn auch nur für wenige Monate, zu verlassen. Wir hatten die Eltern per Post informiert, dass also der Umzug eben stattfinden muss. Und zu Hause waren dann erstmal manche Kinder irritiert, weil die dachten, sie müssen jetzt in einen neuen Kindergarten. Und wie die dann aber hierher gekommen sind mit den Eltern, haben gesehen, es ist zwar sind neue Räumlichkeiten, aber die Leute sind die gleichen und dann war das wirklich gar kein Problem. Am 4. und 5. Januar fand, mit tatkräftiger Unterstützung vieler Eltern, der Umzug ins alte Rathaus statt. Bereits einen Tag später war der uneingeschränkte Betrieb mit ganztägiger Betreuung wieder möglich. Die jetzige Situation wird sich voraussichtlich erst Anfang Mai wieder ändern. Das ist jetzt so, nach meinem Informationsstand, dass jetzt also praktisch der neu zu installierende Trakt und die Renovierungsarbeiten vom Wasserrohrbruch, dass das so gut wie möglich parallel jetzt auch passieren soll, sodass wir also dann in ein fertiggestelltes Gebäude dann wieder rückumziehen können. Ein großes Problem an der aktuellen Situation ist der fehlende Außenbereich. Dieser soll allerdings schnellstmöglichst abgesperrt werden, damit die Kinder zum Beispiel vor dem Straßenverkehr geschützt sind. Außerdem darf der Kindergarten einmal in der Woche die Sporthalle der Grundschule Rotalpen benutzen. So, denke ich, haben wir, trotz dass es eine Notlösung eigentlich ist, denke ich, haben wir aber alle Bereiche doch so gut wie es geht eigentlich abgedeckt. Und von daher sind wir auch wirklich zufrieden. Obwohl es noch ein paar Probleme zu bewältigen gilt, hat der Kindergarten vom Neuhof ein schönes neues Zuhause auf Zeit gefunden.